Hallo und herzlich willkommen zur Auflösung des Gewinnspiels. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken für die Teilnahme. Es waren jetzt nicht so viele dabei, aber die, die mitgemacht haben, daran möchte ich mich nochmal richtig bedanken. Und natürlich auch an die, ich sag mal, Sponsoren dazu, die mir ein paar Sachen zugestellt haben. Und zwar Old Sky und Wasserfrist. Die beiden haben mir nämlich einen FATQ-Teiler zugestellt. So sieht die Verlosung bisher jetzt aus. Das ist der erste Platz, das ist der zweite Platz, das ist der dritte Platz. Die Sachen von Old Sky ist hier die Bionicle Kleidung. Und die Sachen von Wasserfrist sind die Ohrringe plus 7, die Ohrringe plus 9 und die Schuhe. Die Schuhe habe ich auch noch von ihm bekommen. Alles halt perfekt geswitcht mit TPRM, richtig nett von ihm. Und hier ist der vierte Platz und das ist der fünfte Platz. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch sofort zur Auflösung. Nochmal tut mir leid an die, die verloren haben. Ich werde jetzt auch nur die Gewinner vorlesen, aber an die, die leider nichts gewonnen haben, tut es mir sehr leid. Aber trotzdem, gut, dass ihr mitgespielt habt, daran auch nochmal ein Dankeschön. Und vielleicht, es kommen ja natürlich auch noch welche und dann hoffe ich mal, dass ihr dort gewinnt. Ich habe auch noch von zwei Leuten leider keinen Ingame-Namen, deswegen möchte ich darum bitten, dass ihr den Ingame-Namen unter dieses Video schreibt. Nicht, dass mich irgendwer anschreibt, ja, ich bin das und das und das. Und dann gebe ich ihm das den Falschen und dann ist irgendwas so, ja, mach das so und so. Deswegen schreibt bitte eure Namen unten drunter. Ich werde auch nochmal genau sagen, bei dem Preis, der den er gewonnen hat, möchte ich bitte nochmal die Ingame-Namen haben. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an und kommen zum fünften Platz. Der fünfte Platz, den hat, ich lese auch halt nur die Ingame-Namen vor, jetzt nicht noch den YouTube-Namen. Den fünften Platz hat der Ingame Charota gewonnen. Ist jetzt nichts Besonderes, sind zwei Pets, ein PvM und ein PvP-Pet plus 800 Resis. Dann schon mal halt Glückwunsch an dich, dass du hier etwas abschrauben konntest. Und dann geht's auch schon weiter zum vierten Platz. Der vierte Platz, den hat gewonnen Windart. Habe ich leider halt keinen Ingame-Namen, aber der vierte Platz, das gehört halt hier. Die versteinerten Tränen, schwarzes Eisen, Vulkanglas und die 2000 Resis gehören dir. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir auch schon zu den etwas wertvolleren Sachen. Und zwar zum Platz 3. Der den Platz 3 belegt, Hasotsumo. Leider auch kein Ingame-Name vorhanden. Möchte auch nur darum bitten, Ingame-Namen unten reinschreiben. Und wenn das Video oben ist, ab da könnt ihr mich PN und eure Sachen halt abholen. Den zweiten Platz mit der Bionic, mit dem Bionic-Anzug, Cortagos Dolche, Ohrringe, Rubinkette und 2200 Tresis belegt wie Smiles Sexy. Da herzlichen Glückwunsch an dich, hast gut abgestaubt. Und ja, kommen wir jetzt zum ersten und letzten Platz und den belegt deine Ex. Da möchte ich auch euch nochmal richtig beglückwünschen, dass ihr so abgestaubt habt. Und nochmal ein drittes Mal ein richtiges Dankeschön für die Teilnahme am Gewinnspiel. Und dann wünsche ich euch trotzdem auch den Verlierern leider noch einen schönen Tag und genießt es. Ciao.